Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas draußen, der Sky ist am Start und unsere Kinderrunde. Let's play Battlefield Hardline das letzte Mal. R drücken wir. Und wir sind jetzt kurz davor, das Spiel zu beenden. Das heißt, es werden vielleicht jetzt noch 2 oder 3 Folgen sein, hochgerechnet. Und dann, ja, sind wir ready damit. Ich hab jetzt ins Battlefield 1 drin, oder? Episoden. Vermächtnis. Jetzt sind wir dabei, ihn zu töten, zu bezwingen, gefangen zu nehmen. Aber ich glaube, er töten. Dace weiß, dass es für ihn im Leben und Tod geht, aber seinen Aufenthaltsort hat er trotzdem preisgegeben. Warum bloß? Ganz klar, eine Verschwörungstheorie. Die Illuminaten haben ihn. Er will gerettet werden. Ganz einfach so. Preferred Outcomes. Finde Beweise, um Fallakten abzuschließen und spezielle Waffen freizuschalten. Hab ich nicht zu großartig gemacht, ne? Ich freue mich auf Titanfall demnächst. Und auf Night of the Rabbit. Alter. Was bisher geschah? Oh ja. Dachtest du könntest dich vor mir verstecken? Tja, Dawes will bestimmt ein Update. Wenn wir das in eine der Aktentaschen schmuggeln, können wir es tracken. Du willst Dawes schmutziges Geld klauen, bevor es gewaschen wird? Ich hab was Cooles, Ben! Und das wäre... Wo Dawes sein schmutziges Geld aufbewahrt. Der Chef ist auf. Zurück! Es ist nicht vorbei! Glaub mir das! Dann komm doch her. Ich war hier, ne? Okay, wir haben einen Verletzten am Start. Ich kann nicht nach... links gucken, aber nach rechts komplett einmal umdrehen. Das geht. Naja. Er weiß, dass wir hier sind. Er hat uns schon von Weitem gesehen. Zum Arzt. Was? Zu einem echten Arzt? Wenn ich das mache, landen wir beide im Knast. Nein, kein Krankenhaus. Verdammt. Du weißt, dass das eine Falle ist. Klar ist das eine. Ich kümmere mich um das. Nein. Den schalten wir zusammen aus. Hey, hör zu. Er braucht dringend Hilfe. Dann mach hin, verdammt. Hey, Boomer kennt sich hier nicht aus. Du kennst Ärzte in der Unterwelt, er nicht. Warum machst du das? Weil ich es kann. Dawes ist das nicht wert. Ich habe mich kurz aufgelöst. Ich wurde in einer anderen Dimension. Nach dieser Sache gibt es kein Entkommen. Dawes wird uns suchen. Unerbittlich. Außerdem, ich bin ein entflohener Knacki, hinter dem alle her sind. Was soll ich denn sonst tun? Karten. Steig wieder ins Boot. Ich habe es noch nicht einmal Karten sehen. Ist schon okay. Scheiße. Das war mir eine Ehre, Nick. Der Jackpot hat's nicht gereicht. Nächstes Mal. Ja, Mann. Nächstes Mal. Warum salutier ich? Like a boss, bitch. Gibt's eine Alternative? Dass wir alleine sind. Oh, das ist auch cool. Ich werde die Sonne trinken. Mit seinem Blut. Wenn er gesehen hat, ist er schon so weit weg. Jetzt Far Cry technisch unterwegs oder was? Danger, no trespassing. Fick dich! Hier hinten sind schon 2 schnucklige Boys. Nur 2, ne? Boah, was hab ich denn für ein hässliches Visier?
Ein hässliches Visier. So, das müssen wir gleich mal ändern. Also, was willst du tun? Macht euch bereit. Schnappt euch extra Munition. Sichert euch doppelt ab. Ist die Ausrüstung parat? Wir haben Nachtsichtgeräte. Am Morgen. Groß. Naja, weißt du, wir wissen zwar, dass die kommen, aber nicht wann. Boss will, dass wir bereit sind. Und ich gebe bloß unsere Optionen durch. Mhm. Können wir vielleicht irgendwie was haben wir noch so? Holo. Zubehör. Magazinvergrößerung, Taglight. Nehmen wir doch das hier mit. Schalter verlassen wir auf jeden Fall drauf. Angewinkelt macht die Kontrolle besser. Kurzangriff macht die Position besser. Und Vertikalgriff macht einen vertikalen Frontgriff, der die Waffe beim Laufen und Schüssen stabilisiert. Auch im Lauf abgegebenen Schüssen. Okay, brauchen wir nicht unbedingt. So mit. Was wollen wir da großartig anders? Okay, Bitches. Ich bin neu ausgerüstet. Leute, ein Statusbericht wäre wirklich hilfreich. Ich bin auf der Angel, Captain. Ist das hilfreich genug? Das ist sehr hilfreich, ja. Gut zu wissen, dass wir auf der gleichen Wellenlänge sind. Wie geht's dir, mein Sohn? Wir sehen uns bald. Dann sag ich dir. Wir gucken, dass wir noch ein bisschen von Seite angedackelt kommen. So, Leute, hier so seitlich so rumgammeln. Uns nicht so allzu große Probleme bereiten. Das sind zwei Leute, die kann ich nicht so gleichzeitig töten. Jedenfalls nicht schnell genug, glaube ich. Außer ich bin im richtigen Winkel. Und dann läuft hier gleich die fetteste Party ever, Alter. Hinter sich! Ah, es läuft doch schon mal ganz gut. Okay, jetzt habe ich ein leichtes Problem, glaube ich. Zwei Stück. Okay. Das läuft ziemlich gut. jetzt haben wir in einem blöden Winkel die beiden stehen. Und ich möchte ungern, dass sie irgendwie Alarm schlagen. Dann mehr von diesen Pissern kommen. Frage ist nur. Wo stehen sie? Vielleicht können wir uns noch irgendwie an sie vorbeischleichen. Nee. Hochgesprungen komme ich nicht. Ich sehe den Arsch aber auch nirgends. Da ist er!
Was läuft denn hier? Okay, also ich hab mich nicht gesehen. Gott sei Dank, hat mich nicht geklappt. Okay, wusste nicht, dass man hier durchballern kann. Ja. Naja, ich mach gleich Scanner. Hier ist noch ein Pisser vor mir. Da muss ich. So, das war das. Okay, das funktioniert nicht. Ich rein. Zack, zack. Ja, auch einmal nachladen. Immer schön. Fully Money. So, was ist das hier? Alarm deaktivieren. Sehr schön. Achso, Tür öffnen. What the fuck? Das genau hier. Okay, hier haben sie ein bisschen gefoltert. Ach, da. Analysieren. Gyrendor Penthouse Suite ist einer der besten gesicherten Orte in ganz Miami. Bei unserem Besuch sollten wir uns nach allen Hinweisen auf seine Geschäfte umsehen finden können. Das war ich gerade nicht. Ich weiß nicht, vielleicht ist der PC auch einfach nur im Weg. So, der Alarm wurde nicht ausgelöst. Ich habe keine Armee vor mir gehabt bis jetzt. Sehr cool. Jetzt haben wir. Weißt du überhaupt, welche Fäden ich in der Hand halte? Was passiert, wenn es mich mal nicht mehr gibt? Darüber habe ich noch nie nachgedacht, Captain. Na, hast du nicht. Entschuldigung. Ja, bitte. Versuch nachzudenken. Es ist bei mir und Planoa gerade irgendwie Spruch Number One, Alter. Könnte natürlich auch zum Heliplatz gehen, aber komm, wir wollen das hier. Main Residence Bungalows 1 bis 3. Aber hey, wenn du tot bist, bist du eine Warnung für andere. Alles cool. So, hier muss doch auch irgendwas sein, Alter. Ja, da hinten kam ins Rum. Jetzt hätte ich natürlich gerne einen Sniper, ne? Der Sniper wäre jetzt natürlich. Ich würde lieber. Kann ich denn. Hier habe ich Snipen. Ich habe nicht viele Sniper. Um ehrlich zu sein, AWM, AMV hatte ich doch letztens eigentlich mehr gehabt. Ich habe einen Sniper. Da. Ah, jetzt hat er. Hier krieg ich nicht gescannt. Ich habe das Gefühl, dass ich gleich Besuch kriege hier. Ich kann natürlich auch. Ich glaube, es ist cleverer, wenn ich von da hinten hingehen würde. Hier gleich jetzt mal einen Kollegen. Keine Ahnung, wie weit er uns nerven will, aber ich glaube, wenn wir von da hinten hinran würden, könnten wir den Alarm ausschalten und hätten unsere Ruhe. Ich glaube, es ist eine bessere Idee, als es hier so frontal reinzurennen.
zu uns.